Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe noch kurz ein Intro und übrigens Leute, gönnt euch diese ehrenhafte Pizza Orient von Pizza Kebab House. Komplett Gönnung hier mit Sucuk. Jedenfalls, ich mache kurz ein Intro, weil ja, der Ton ist nicht so gut am Anfang, weil Wasser im Mikro war. Ja, ihr habt es ja schon im Titel gelesen. In diesem Vlog seht ihr, wie ich mich zum ersten Mal wieder treffe. Nach 3 Monaten. Ja, jetzt kam auch wieder 3 Wochen kein Video. Es liegt einfach an Schule und dem ganzen Müll. Halt auch Mathearbeit und so. Naja, wie immer halt irgendeine Scheiße im Weg. Aber jedenfalls, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich mich getroffen habe. Weil wenn ich mich so umschaue, so meine Friends und so, eigentlich egal unter welchen Umständen, man hätte sich so oder so nicht treffen sollen, weil Corona ist halt immer noch da, Leute, deswegen stay safe. Aber ja, vor allem ich konnte mich halt nicht treffen, weil eben meine Oma und mein Opa, wie ihr vielleicht wisst, hier auch leben. Natürlich kann jeder davon sterben, das ist ganz klar. Aber da ist es natürlich umso riskanter, aber naja, ist es für jeden gefährlich, Leute. Das ist eben der Grund. Das Risiko ist natürlich auch immer noch da und egal wie klein es ist, es ist da. Ja, so ist es halt. Also haben wir natürlich auch ein bisschen Abstand gehalten und alles. Ist zwar nicht viel oder nicht so lang, aber schaut selbst. Einfach mal wieder ein schöner Vlog. Also Leute, abonniert und liked, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns demnächst wieder. Wir machen auch mal wieder einen Kurzfilm safe. Also Leute, viel Spaß. Jo Leute, was geht? Wir sind back in business. Ja, nach 3 Monaten Quarantäne bin ich nun wieder aus dem Haus. Natürlich wird erstmal gesprochen, würde ich sagen. Hello. How are you doing, mate? I'm pretty well. Genau, Leute, so sieht's aus. Also die Zeit für Vlogs ist, denke ich, wieder eingebrochen. Also lasst schon mal einen fetten Abo und ein Like da. Also natürlich immer noch mit ein bisschen Distance hier, aber so langsam. Schmeckt gut. So, und Leute, eigentlich sind wir jetzt gleich auch wieder auf dem Rückweg. Aber man kann ja trotzdem ein bisschen filmen. Der Wasserspiegel ist relativ niedrig, aber Leute, Arsbomb is gonna happen, oder? Are you serious? Warum nicht? Don't. Why not? Because you will hit the ground. Yeah, just like you usually do, like. Ja, Leute, ich habe den Boden trotzdem berührt. Und Leute, ich bin tatsächlich mit Sonnenbrille, das ist so geil einfach. Ray-Ban natürlich. No way. Ah ja, also let's go back. Ja, Leute, ihr müsst wissen, 360 Grad funktioniert nicht wirklich unter Wasser. Ich habe einen Schnitt am Finger. Leute, wisst ihr, das ist so eine Fluch, der auf mir liegt. Jedes Mal, wenn ich schwimmen gehe, habe ich irgendwo einen Schnitt. Diesmal ist es am kleinen Finger. Geil. Ihr seht, es sind auch sehr viele Leute dort. Und ich würde behaupten, Social Distancing ist nicht so vorhanden. Aber Leute, wir machen das natürlich. Und ja, liked und abonniert. Mal schauen, was wir sonst noch so machen. Zum Glück filme ich nicht in 360 Grad, Leute. Sonst müsstet ihr was Grausames erblicken. Ich brauche endlich mal so Schlappen, Alter. Irgendwie. Was für welche? Weil es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt die Crocs-Menschen oder nee. Badelatschen-Menschen. Und es sehe ich so aus, als würde ich Crocs tragen. Und es gibt die Flip-Flop-Menschen. Flip-Flop.
Ich würde nie in meinem Leben Crocs tragen, außer im Notfall. Warum? Ja, Digga. Ich meine, so zum, ich finde es gut, so um Rasen zu mähen oder so, aber nicht um. Weil das ist ja ein Schuh, mit dem laufe ich 4 bis 5 Monate im Jahr rum. Das heißt, ich brauche jedes Jahr neue. Genau. Kann das dir so wehtun? Ich verstehe das nicht, weil das hart ist. Kann ich nicht. Ich fahre niemals barfuß fahren, wenn ich gerade jemanden habe. Das kann ich nicht verstehen. Liken und abonnieren. So sieht's aus. Leute, Leute, wir chillen hier einfach richtig krass. Es ist so insane hier, das Weather einfach. Das erinnert mich irgendwie an die guten alten Zeiten in August. Also, das war Classic. Meine Mom war richtig ehrenhaft und hat uns heftige Meals zubereitet. Baguette. Aha. Es ist nicht zu fassen, die Dreckswanze hier, die verfolgt mich. Oh. Oh Gott, jetzt ist Scheiße an der Linse. Hello everyone, welcome to Badlands Trucks. Today we're chugging some Adelholzner. Fucking hell. 12.1 seconds. Amazing. Ja, nee, aber Leute, oder ich glaube, ich lade das schon hoch. Es muss ja nicht lang sein. Es ist ja, einfach, klar. Das ist voll entspannt so. Just vibing einfach. Das ist einfach mal wieder ein Classic-Vlog. Ohne wirklichen Sinn. Einfach nur entspannt. Es wird, was wird denn das hier? Was wird denn das? Wird wieder mein Fahrrad geklaut. Immer ID. You see it on this nibber, he's unique. Lol, da sind Nibbers da hinten. What you doing with my bike? Unanfassbar. Und? Ja, das ist sehr stark, schon. Ah ja. You see that guy right there? Ja, stimmt, das ist ein Dude, aber ich weiß nicht ganz, was der da macht.
Oi, oi. Oh Gott. Oi, 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 oi. Digga, das machst du nicht rein, das ist ja so cringe. Also Leute, falls dieser Vlog hochgeladen wird, dann war es das auch wieder. Also, keine Ahnung, einfach mal wieder ein kurzer Vlog, so wie in den guten alten Zeiten. Und war einfach mal wieder nice. Jetzt nach so langer Zeit, wieder draußen was Krasses zu unternehmen. Also ich meine, ich war schon öfter draußen, aber halt mit... No, not really. Doch. Doch. Screw you. Doch, ich war öfter draußen, aber halt mit niemandem, außer meiner Mom manchmal. Und naja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.